Als nächstes erhält das Wort der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, hier wird haarscharf an dem eigentlichen Problem vorbeidiskutiert. Was hier stattgefunden hat, war eine Unachtsamkeit, die man solchen Generälen auch nicht entschuldigen kann. Ich habe dieses Gespräch, was da war, habe ich mir auch besorgt und habe das auch gehört. Das kann jeder machen, das kann man im Netz bekommen. Und dann stellt man fest, da haben Chefgeneräle der Bundeswehr, der deutschen Luftwaffe, darüber Gedanken gemacht, präzise eine Angriffsplanung, wie man schaltet die Kertschbrücke, die zum Teil auf russischem Grund und Boden fußt. Wie schaltet man die aus, ohne dass es auffällt und ohne dass in der Öffentlichkeit bekannt wird, dass es deutsche Soldaten sind, die wieder einen Angriff auf Russland gestartet haben. Und zwar einen völkerrechtswidrigen Angriff, der nach der UNO-Charta strengstens verboten ist und Russland jeden Weg der eigenen Selbstverteidigung eröffnet. Was sie übrigens für die Ukraine ja ständig bedrohen, dass sie das Recht haben, sie zu verteidigen. Das gilt genauso für Russland. Denn Russland befindet sich mit uns noch nicht im Krieg, hat uns keinen Krieg erklärt. Und sie wollen aber den Taurus einsetzen, damit eine Kriegserklärung überflüssig wird, weil das schon der Krieg ist. Und sie haben unsere ganze Bevölkerung in Gefahr gebracht. Wie die Russen reagieren, wissen wir doch nicht. Sie hoffen alle, dass Putin nichts macht. Hunderttausende Menschen in Deutschland können sterben, weil sie nicht nachdenken mit dem, was sie diskutieren. Danke. Und der Abhörskandal, der interessiert. Herr Falle, es geht einfach nicht, dass Sie immer weiterreden. Herr Abgeordneter. Herr Abgeordneter, es kann Sie keiner mehr hören, weil das Mikrofon aus ist. Ihre Zeit ist weit überschritten. So geht das aber nicht. So, vielen Dank. Wir müssen uns schon ein bisschen an die Regeln alle miteinander halten. Und Sie wissen doch, wie lang die Zeit ist. Ja, jeder weiß es. Ich habe auch jeden unterbrochen, der zu lang war. Aber so weit hat keiner überschritten, wie Sie es getan haben. So.